Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, es ist klar geworden, dass das von der AfD vorgetragene Problem nicht mehr akut ist. Wir können festhalten, liebe Kollegen, dass sich das Anliegen Ihres Antrags erledigt hat. Und ich würde Ihnen mal Folgendes empfehlen. Sie haben jetzt hier in Ihrer Rede, ich würde sagen, fast die Hälfte der Zeit damit aufgebracht, von Webseiten und von irgendwelchen Berichten von vor über einem Jahr zu zitieren. Und wenn Sie stattdessen aber vielleicht mal mit Akteuren gesprochen hätten, die da wirklich involviert sind, mit Leuten, die mit dem Sujet zu tun haben, dann wären Sie vielleicht zu ganz anderen Schlussfolgerungen gekommen. Also ich frage mich wirklich, ob Sie mit den Akteuren auf unserem Politikfeld eigentlich überhaupt kommunizieren. Ihr Redebeitrag hat es nicht gerade nahegelegt. Na sicher. Drehgenehmigungen für den Flughafen sind natürlich möglich zu beantragen und sie werden auch genehmigt. Das ist ja hier auch klar geworden und Sie versuchen hier ein Problem aufzubauschen, wo eigentlich niemand, der wirklich betroffen ist, eins sieht, möchte ich Ihnen sagen. Es wird jetzt bald die One-Stop-Agency geben, die eine Anlaufstelle, das ist ein großer Fortschritt und die Filmkommission hat da den Hut auf und das BER-Team, das da zuständig ist, wird damit verlinkt sein. Das Medienboard hat mir jedenfalls zurückgemeldet, dass das zuständige BER-Team da sehr engagiert und kooperativ auch mit dem Medienboard zusammenarbeitet. Die sehen diese Probleme, von denen Sie da sprechen, überhaupt nicht, muss ich sagen. Dass natürlich abgesehen davon für einen Hauptstadtflughafen andere Regeln gelten müssen als anderswo, das versteht sich ja wohl hoffentlich auch von selbst. Insofern muss ich sagen, also wir haben das ja auch alles im Juni schon besprochen im Medienausschuss, mir ist eigentlich schleierhaft, warum Sie den Antrag heute überhaupt noch mal aufgesetzt haben, aber das müssen Sie natürlich selber wissen, es ist ja Ihre Debattenzeit. Dankeschön.